Dieses Video wird dich mit Vollgas in die Lebensfreude katapultieren. Und was hat dieser Berg da oben damit zu tun? Der liegt auf ca. 2500 Meter Seehöhe. Genau dahin nehme ich dich heute mit. Wir machen miteinander ein Experiment. Und du bekommst einen Praxistipp, der was dich unmittelbar, und zwar jederzeit, egal wo du bist, in die Lebensfreude katapultiert. Ich bin schon gespannt auf das Experiment. Und los geht's! Was macht dir ganz persönlich Freude? Wo kommt bei dir Lebensfreude? Wo hast du das Gefühl, ja, jetzt, ja, freue ich mich wirklich? Ohne, dass du jetzt materielle Dinge hast oder irgendein Ziel erreichst. Was macht dir Lebensfreude? Und zwar eine nachhaltige, eine konstante Lebensfreude. Dazu machen wir einen kurzen Ausflug in den Zen. Mudita. Dieses Wort hat der gute alte Buddha schon verwendet. Und was das heißt, eigentlich ganz einfach. Was passiert in deinem ganz persönlichen Leben, wenn du Mudita übersetzt, die Mitfreude in dein Leben einfließen lässt? Du profitierst Vollgas. Aha, die Mitfreude ist es. Und da habe ich jetzt etwas für dich. Und zwar jetzt in diesem Video. Wir gehen jetzt drauf auf den Berg und machen einen Schneetanz miteinander. Und da nehme ich jemanden mit, das ist mein Bruder Herz Martin. Und der beherrscht diesen Schneetanz enorm gut. So, du hättest jetzt die Möglichkeit, dich voll in dieses Erlebnis, in dieses Ereignis reinfallen zu lassen. Saug das voll auf für dich. Freu dich einfach mit. Lass deine Freude einfach raus und freu dich Vollgas. Tolei uns nicht. Vergleich dich jetzt nicht mit ihm und sag jetzt nicht, ich möchte es auch so gut kennen. Oder, nein, ich möchte jetzt auch da sein. Da wo ich bin, da ist es viel. Nein, lass sie jetzt einfach nur in dieses Erlebnis reinfallen und freu dich einfach Vollgas mit. Und nachher können wir genau das nutzen, das, was wir vorher geredet haben. Und nachher schöpfst du aus dieser Mitfreude unmittelbar. Und die Freude kommt durch dich, entsteht aus dir heraus und bleibt natürlich bei dir. Und deine Ausstrahlung, alles ändert sich unmittelbar. So, jetzt auch auf dem Berg. Ich freue mich schon drauf. Ja, das ist natürlich schon etwas Besonderes, so ein Tanz im Schnee. Ja, natürlich müssen wir da noch eine Draufgabe machen, eh klar. Und zwar, was könnte jetzt da besser passen als wir? Es ist Winter, es ist eiskalt, es ist schönes Wetter. Dann nehmen wir noch dazu heißes Wasser und eine Thermoskanne. Und daraus machen wir jetzt ein Eisfeuerwerk. Und das ist nochmal eine Gelegenheit, die Freude so richtig in uns durchfließen zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich wünsche dir, dass du das Thema Mitfreuen in deinem Leben integrieren kannst. Und somit kannst du jederzeit, an jedem Ort, zu jeder Gelegenheit Freude schöpfen.